Der Geheimclub. Peppa will heute mit Luzi Locke spielen. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Warum hast du dir denn diese Maske aufgesetzt? Damit die Leute mich nicht erkennen. Ich bin in einem Geheimclub. Oh, kann ich auch in deinem Geheimclub sein? Psch, da wird man nicht so einfach aufgenommen. Man braucht dazu das Geheimwort. Welches Wort? Fluppdischwubbel. Fluppdischwubbel? Ja, du bist drin. Klausi Kleff kommt zum Spielen vorbei. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Psch, was ist? Ich bin in einem Geheimclub. Ja, und ich auch. Oh. Pedro Pony, Molly Mietze und Luisa Löffel kommen auch zum Spielen vorbei. Hallo. Luzi und Peppa sind in einem Geheimclub. Können wir auch in den Geheimclub sein? Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Außer ihr sagt alle das Geheimwort. Schalamakuki. Schalamakuki? Das ist aber nicht mein Geheimwort. Es wird dauernd geändert, damit es geheim bleibt. Aha. Sind wir denn jetzt auch im Geheimclub? Ihr seid drin. Und was sollen wir tun? Wir machen geheime Sachen, ganz heimlich. Und unternehmen heimlich geheime Missionen. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon ihr redet. Zeigt uns mal, wie eine geheime Mission geht. Ja, zeigt mal. Peppa kann euch das zeigen. Du hast die Maske auf, Luzi. Na gut, meine Geheimmission ist, ich hole uns Kekse. Passt auf. Luzi Locke passt auf, dass keiner sie sieht. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich, nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Psch, hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener. Achtung! Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pieksenadelnudel. Pieksenadelnudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihm ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo! Oh, Frau Locke, da sind Sie ja. Wie steht's? Geheimclub! Oh nein! Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa-Didel-Dudel-Damm. Papa-Didel-Dudel-Damm? Du bist drin! Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama, aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Geheimclub? Ich wollte schon immer mal in einem Geheimclub sein. Wir können noch nicht alle im Geheimclub sein. Das wäre dann ja nicht mehr geheim. Oh. Vielleicht muss es auch kein ganz geheimer Geheimclub sein. Es könnte ja der Alle-sind-drin-Geheimclub sein. Ja, und jeder kann aufgenommen werden. Oh, klasse. Das Miniland. Mama und Papa Wutz machen mit Peppa, Schorsch und Luzi einen Ausflug ins Miniland. Papa, was ist das Miniland? Es ist genau wie in unserer echten Welt, Peppa. Nur ist dort alles mini-klein. Es ist lehrreich und macht wirklich Spaß. Ist es echt? Auch mit echten kleinen Menschen, die da drin leben? Nein, so kleine Leute gibt's nicht.
Wenn in dem Land alles mini, mini klein ist, dann sind wir ja Riesen. Und wir dann so, hallo, ihr mini kleinen Leute. Und die dann so, ah, Riesen. Wann sind wir denn endlich da? Stopp! Was ist denn hier los, Herr Bulle? Alles ist bestens, Mama Wutz. Wir reißen hier nur die Straße auf. Ha! Wie lange wird das dauern? Genauso lange, wie es eben dauert. Aber wir wollten doch heute ins Miniland. Oh, ich mag das Miniland. Dort ist alles so mini und so lehrreich. Das ist wichtig. Weiterfahren. Dankeschön, Herr Bulle. Dankeschön. Stopp! Die anderen durften durch. Aber die fahren ja auch ins Miniland. Das ist wichtig. Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden. Das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frommümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Da sind Sie ja schon wieder, Frau Mümmel, als Lokführerin. Volle Kraft voraus! Und wohin geht's als nächstes? In unser modernes Miniland. Klicketi-klack, klicketi-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicketi-klicketi-klack. Hier ist es genauso wie bei uns zu Hause. Ja, es gibt Häuser und Autos und Hügel und Bäume. Und Züge, Flugzeuge und Boote. Ja, hier ist was los. 24 Stunden ohne Pause. Oh, es ist kaputt. Nein, ist es nicht. Schaut mal da. Es ist ein kleiner Herr Bulle, der die Straße aufreißt. Das hat er auch gemacht, als wir hergefahren sind. Im Miniland ist alles so wie in der richtigen Welt. Bis ins kleinste Detail. Wir reißen hier die Straße auf. Das Bastelprojekt. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wer kann mir sagen, was das ist? Das ist eine Burg. Das ist richtig, Klausi. Und nun bitte ich euch, nach Hause zu gehen und für euer Bastelprojekt eine Burg zu basteln. Boah! Ihr könnt eure Burg aus allem alten Krimskrams basteln, den ihr zu Hause habt. Pappe, Plastikflaschen, Eierkartons. Da war auch Glitzer drauf. Bitte nicht zu viel Glitzer. Er ist sonst überall. Kann ich eine große Burg bauen? Bau sie so groß, wie du magst. Ihr könnt eurer Fantasie dabei völlig freien Lauf lassen. Bei Familie Wutz ist Frühstückszeit. Mama, Papa,
Ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und welche, Peppa? Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay, warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf zwei Joghurtbecher und was hast du dann? Ein Karton mit zwei Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo Luzi, wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Was hältst du von diesem Turm, Peppa? Sehr gut. Aber noch etwas zu pappkartonartig. Vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Peppa. Was sagst du, Peppa? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Peppa und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hereinzubringen. Wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Peppa liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Kinderlieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir gemeinsam Kinderlieder singen. Oh! Wer von euch hat denn ein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingslied ist Lina hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren,
Und das ist traurig. Ja. Kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Ja, der alte Graf von York, der hatte Männer 10. Die mussten jeden Tag ganz rauf auf den Berg und auch wieder runtergehen. Wann sie oben schrien sie, wir sind da. Wann sie unten schrien sie, wir sind hier. Und wenn sie nur auf der Hälfte waren, schrien sie weder hier noch da. Ein gutes Training. Madame Gazelle, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingskinderlied? Natürlich habe ich eins, Pedro. Sollen wir das vielleicht alle gemeinsam singen? Ja, gerne! Alle nehmen sich an die Hand. Ringel, Rangel, Rose, hab Blumen in der Hose. Ein Taschentuch, ein Taschentuch, wir fallen alle um. Peppa liebt Kinderlieder. Alle lieben Kinderlieder. Baggerland. Peppa und Schorsch fahren heute ins Baggerland. Bagger, Bagger. Schorsch mag Bagger. Und ich mag Bagger auch. Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren. Boah. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Peppa und Schorsch, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Oh! Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Peppa! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schwein!
Steinchen. Oho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Peppa und Schatz, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen. Einverstanden, Schorsch. Wir angeln nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Runter, hurra. Wir haben den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Hohoho, versuch's doch mal. Oh nein, jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht so schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Und das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrer-Medaille verdient. Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer! Hurra! Danke für den Besuch im schönen Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Tschüss! Wiedersehen! Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Stopp! Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bagger, Bagger. Herr Bulle, dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland und wir haben Medaillen. Oh, das ist was anderes. An Bord mit euch. Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken. Also dann los. Drückt auf den Knopf. Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen. Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen. Tut mir leid, Herr Bulle. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht Baggern richtig Spaß. Peppa und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Wendy Wolf hat Geburtstag. Heute feiert Wendy Wolf ihren Geburtstag und sie hat alle ihre Freunde eingeladen. Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Dankeschön, ihr alle! Herr Wolf bläst für die Party Luftballons auf. Erst huste ich, dann puste ich und dann blase ich die Ballons auf. Ich liebe Luftballons! Ich auch! Und ich! Alle mögen Luftballons. Los, kommt, wir tanzen. Die Ballons dürfen nicht auf den Boden fallen. Werf sie in die Luft. Das macht Spaß. Hier kommt Frau Wolf. Wer möchte Seifen blasen? Ich! Alles klar. Ich huste und ich puste und dann blas ich Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Sie sind ein bisschen wie Luftballons. Aber sie platzen, wenn man sie anfasst. Guck. Puh. Seht ihr, ich hab sie zerplatzt. Oh, alle Seifenblasen sind geplatzt. Wir machen einfach neue Seifenblasen. Wer will als erstes? Ich! Los geht's! Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf! Erst müsst ihr husten. Hust! Und dann müsst ihr pusten. Hust! Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guck mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das?
So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Was denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganzer Stöckchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Häuser aus Stöckchen sind leicht umzublasen. Ich vergesse es immer wieder. Woraus besteht Ihr Haus, Papa Wutz? Es ist aus Ziegelsteinen gebaut. Nicht aus Stroh? Aus Steinen. Oh, natürlich. Das war eine tolle Party, Wendy. Ja, das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Au! Au! Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Der Hallenspielplatz. Es ist morgen. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh, ich habe hier einen Brief für Schorsch. Es ist eine Einladung zur Party von Linus Löffel. Klingt gut. Ich fahr Schorsch zur Party. Hauptsache, sie ist nicht wieder in diesem Hallenspielplatz. Da steht Hallenspielplatz. Oh. Papa kann den Hallenspielplatz überhaupt nicht leiden. Letztes Mal ist er stecken geblieben und ein Hubschrauber musste ihn retten kommen. Und die Feuerwehr und ein Kran. Ganz so schlimm war es aber nicht, Peppa. Es war nur ein Hubschrauber. Ich finde, Hallenspielplatz klingt gut. Ich werde dich dahin bringen, Schorsch. Alle kommen zur Party von Linus Löffel. Tschüss, ich hole dich dann später wieder ab. Sie können auch gerne drinnen warten, wenn Sie wollen. Im Hallenspielplatz bleiben? Nein, danke. Hallo, Sie können gerne hier warten, wenn Sie möchten. Bis später. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht hierbleiben wollen. Nein, ich bleibe. Wir Erwachsenen können doch wunderbar zusammensitzen, während die Kinder spielen. Oh, okay. Das ist der Hallenspielplatz. Hier ist alles schön bunt. Und die Kinder können auf Kissen hüpfen, an Seilen schwingen, sich durch Rollen quetschen, durch Röhren rutschen und spielen. Ist das nicht toll? Die Kinder haben hier wirklich so viel Spaß. Hoffentlich bekommen wir sie überhaupt wieder mit nach Hause. Die kleinen Kinder spielen den ganzen Nachmittag. Schluss für heute, Kinder. Das war eine lustige Party, findet ihr nicht? Ja! Hattet ihr auch alle Spaß? Ja! Und bestimmt seid ihr jetzt ganz müde. Nein! Oh, meine Güte, die kriegen wir dann niemals raus. Tja, da hilft leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück. Ich stecke fest. Hilfe! Keine Angst, ich komme schon. Ich bin fast da. Oh nein, ich stecke auch fest. Hilfe. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant. Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest.
Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, Nina, Nina? Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn auch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh! Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsi, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina! Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Oh! Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor, schon vergessen? Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr.
Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen? Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall wie ist es... Wie heißen Sie? Dr. Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Dankeschön, Dr. Braunbär. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Ein Tag in Paris. Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz. Also Paris, wir kommen. Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah. Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama, das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier, ich hab dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land ahoi! Die Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz. Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Hallihallo! Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das Richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wutz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wutz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus.
Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wütz? Herr Wütz? Wo seid ihr denn bloß alle? Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Was für ein Glück, dass Sie da sind, Frau Mümmel! Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole Sie da wieder runter. Jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag. Der Fallschirmsprung. Es regnet und das Schuldach ist undicht. Mal wieder. Muh, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppeldi-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also jetzt tropft es noch mehr. Da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja, Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama. Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh. Oh weh. Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz. Warte auf mich, Papa Wutz. Mama Wutz ist gesprungen. Sie will Papa Wutz retten. Hab dich. Oh, sie hat ihn. Hurra! Meine Mama ist die Beste. Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz. Oh, Papa Wutz, du rutschst mir weg. Herr Bulle hat das Dach fertig repariert. Wunderbare Arbeit, das hält die nächsten Jahre. Ich kann dich nicht halten. Oh, oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz?
Alles gut. Gut, Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen. Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren. Oh, also gut. Ein Hoch auf Papa Wutz! Im Zoo. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in den Zoo. Kinder, ihr werdet heute im Zoo sehr viele neue Tiere kennenlernen. Ja, Madame Gazelle. Gleich werden wir uns nämlich auch wilde Tiere anschauen. Oh! Aber ihr müsst keine Angst haben. Die wilden Tiere wohnen nämlich alle in sicheren Gehegen. Ah, da ist ein Löwe ausgebrochen. Hallo, ich bin Herr Löwe. Herzlich willkommen im Zoo. Es ist Herr Löwe, der Zoodirektor. Hallo. Sie haben Glück, Sie kommen genau richtig zur Fütterungszeit. Oh! Hier lang geht's zu den Tieren. Hier leben die Schildkröten. Oh! Das Tor ist immer geschlossen, damit sie nicht wegrennen. Sie sehen nicht aus, als ob sie rennen könnten. Nein, sie bewegen sich sehr, sehr langsam. Ja, ihre Langsamkeit lässt sie sehr, sehr alt werden. Wie alt können sie denn werden? Schildkröten werden 100 Jahre alt. Boah! Also Fütterungszeit. Wer weiß, was Schildkröten gerne fressen? Die meisten Schildkröten fressen gern Gemüse. Das stimmt. Deshalb füttern wir sie mit Salat. Herr Löwe füttert die Schildkröten mit Salat. Aber ihr müsst wissen, dass natürlich nicht alle Tiere am liebsten Gemüse fressen. Sehr richtig, Frau Antilope. Mein Name ist Madame Gazelle. Verzeihung, Gazelle, Antilope, aus irgendeinem Grund bringe ich die beiden jedes Mal durcheinander. Herr Löwe, welches Tier schauen wir uns denn als nächstes an? Ich gebe dir einen Tipp. Das nächste Tier lebt im Wasser. Ist das Tier ein Wal? Oder ein Hai? Ihr werdet's gleich sehen. Dann werft mal einen Blick ins Wasser. Ich kann da überhaupt nichts sehen. Ich glaube, da ist niemand drin. Wartet, wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Ah, Krokodil! Hallo, ich bin Frau Krokodil. Ich passe hier auf die Pinguine auf. Oh, Pinguine! Sind sie nicht niedlich? Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Sie können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für Sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Der Boomerang. Der Urlaub mit Katinka Känguru ist zu Ende.
Wollt ihr Kinder nicht lieber im Garten spielen, solange wir packen? Okay, Mama. Dieser Urlaub ist der allerbeste. Es war so schön mit euch, Peppa. Ich wünschte, wir müssten nicht wieder nach Hause fahren. Sei nicht traurig. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Oh, ist es eine Banane? Nein. Saudi, ja? Nein. Es ist ein Ding. Ja, aber es ist nicht irgendein altes Ding. Es ist ein Boomerang. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich, nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schasch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Ja, ich hab ihn! Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. 1, 2, 3, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er. Da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Ach, daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Also, wir gehen da mal lieber, solange noch ein Fenster heil ist. Ach, wieso? Jetzt will ich es auch mal probieren. Zeigen wir Ihren Gästen mal, wie man einen Boomerang schleudert. Danke, Herr Wallaby. Ach, keine Ursache. Dafür sind Nachbarn doch da. Also, der Trick ist, man muss den Boomerang mehr aufrecht werfen. Genau so. Oh. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Wurf. Da kommt er. Sehr gut, sieht gut aus. Oh nein, fangt ihn auf. Oh weh. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. So, wir sollten jetzt aber wirklich mal abhauen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Scheiben? Nee, kein Problem, Kumpel. Diesmal war es meine Schuld. Herr Wallaby ist wirklich ein sehr netter Nachbar. Man sieht sich. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo wart ihr denn? Ein bisschen Boomerang werfen, weißt du? Alle Fenster von Herrn Wallaby sind kaputt. Wir hatten viel Spaß. Stimmt's, Kinder? Ja! Es war sehr, sehr schön mit euch, Peppa. Wir fanden es auch toll. Hab ich recht, George? Vergiss dein Abschiedsgeschenk nicht. Oh ja, der Boomerang. Dankeschön. Komm bald mal wieder. Das mache ich. Genauso wie der Boomerang. Peppa hatte den besten Urlaub aller Zeiten bei Katinka Känguru. Rollerfahren. Es ist ein schöner sonniger Tag. Peppa und George fahren auf ihren Rollern. Ui! Brumm, brumm. Oh. George muss erst lernen, wie man Roller fährt. Er hat ein bisschen Angst. George, komm schon! Was hast du denn, George? Soll ich dir zeigen, wie man mit dem Roller fährt? Okay, du musst dich zuerst mal am Lenker festhalten. Und zwar so, mit beiden Händen.
Und dann stellst du dich auf den Roller. Oh. Ach, Schorsch. Man stellt sich nur mit einem Bein auf den Roller. Gut. Und mit dem anderen Bein stößt du dich ab. Guck so. Hui. Hui. Schorsch, jetzt kannst du es. Schorsch kann jetzt Roller fahren. Peppa, Schorsch. Jetzt ist erstmal Schluss mit Rollerfahren. Die Spielgruppe wartet schon auf euch. Ach, aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wutz. Ja, bis später. Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Hui. Nicht so schnell. Komm schon, Papa. Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich. Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Es wird Zeit, dass Mama und Papa Wutz Peppa und Schorsch von der Spielgruppe abholen. Hast du die Autoschlüssel, Papa Wutz? Lass uns lieber nicht mit dem Auto fahren, Mama Wutz. Aber es dauert lange, bis zur Spielgruppe zu laufen. Wir müssen gar nicht laufen. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Wir fahren mit den Rollern. Erster und hui! Was? Ist das dein Ernst? Also, na gut. Hui! Mama und Papa Wutz fahren mit den Rollern zur Spielgruppe, um Peppa und Schorsch abzuholen. Das hat Spaß gemacht. Ich hab dir gesagt, wir müssen nicht laufen. Mama, Papa, ihr habt unsere Roller mitgebracht. Hurra! Hui! Hui. Ja, sieht so aus, als müssten wir jetzt wohl irgendwie ohne Roller nach Hause kommen. Papa Wutz, du hast gesagt, wir müssten nicht laufen. Wir werden auch gar nicht laufen. Wir müssen nämlich rennen. Erster, los! Was? Hey, warte auf mich! Hui! Das macht Spaß! Peppa, Schorsch! Wartet auf Mama und Papa! Peppa und Schorsch lieben Rollerfahren. Alle lieben Rollerfahren. Ein neuer Tag in Peppas Spielgruppe beginnt. Guten Morgen, liebe Kinder. Wo ist Madame Gazelle? Hier bin ich. Oh! Ich habe nur eine Maske getragen. Sie sehen ganz anders aus. Ja, und heute bastelt ihr euch alle eine Maske. Hurra! Da drüben sind Bastelscheren und buntes Papier, Buntstifte und Wasserfarben, Federn, Pfeifenputzer, Knöpfe, Pompons. Gibt es auch Glitzer? Kein Glitzer. Bitte, Madame Gazelle. Bitte, Madame Gazelle. Nein, ich bin froh, dass ich endlich die Glitzerreste vom letzten Mal beseitigt habe. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu.
Ich bastel eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui! Oh, eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und George abzuholen, aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich Schorsch versteckt? Oh. Schorsch, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro, ich bin doch Super Pony. Oh, kommt Super Pony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Super Pony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Die Höhlenwanderung. Heute unternehmen Peppa und ihre Familie eine Höhlenwanderung. Mia Maulwurf ist auch da. Hallo Mia, die Höhlenwanderung ist bestimmt total spannend. Ja, ich freue mich schon auf die Schicksalsfahrt. Schicksalsfahrt? Was ist denn das? Keine Ahnung, klingt aber gut. Hallo. Das ist Herr Löffel. Ich bin Ihr Höhlenführer. Bitte ziehen Sie Ihre Sicherheitshelme an. Ist es gefährlich in der Höhle? Überhaupt nicht. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut, das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh, brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima! Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's! Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll.
Willkommen im Reich der Höhle! Es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord! Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Und jetzt alle wieder aussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge, das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja, die Schlucht ist schön tief. Passen Sie gut auf. Wie lange braucht dieser Stein, bis er unten am Boden ankommt? Boah! So, und wie kommen wir jetzt nach drüben? Haben Sie schon einmal von der Schicksalsfahrt gehört? Mia Maulwurf hat gesagt, das wäre das Beste von allen. Was genau ist diese Schicksalsfahrt denn? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Bloß eine Fahrt mit der Seilrutsche über die Schlucht und runter zum tiefsten Punkt der Höhle. Oh, yippie! Es macht wirklich Spaß und ist natürlich auch völlig ungefährlich. Ich habe es wirklich nicht so mit Höhen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg um... Wir sehen uns auf der anderen Seite! Wartet auf mich! Also, wenn das nicht der verrückteste Spaß der Welt ist, dann weiß ich wirklich nicht. Es war super klasse! Hat's dir auch Spaß gemacht, Papa? Ja, klar. Hier am tiefsten Punkt der Höhle ist unsere Wanderung zu Ende. Noch Fragen? Wie kommen wir wieder hinaus? Oh, gute Frage. Wir nehmen den Aufzug. Da wären wir. Wieder an der Erdoberfläche. Ah, Tageslicht. Wollen Sie ein Andenken kaufen? Guckt mal, da ist ein Bild von uns auf der Schicksalsfahrt. Papa, du siehst lustig aus. Hiermit werden Sie Ihre Schicksalsfahrt nie wieder vergessen. Na, schönen Dank auch. Peppa liebt Höhlenwanderungen. Alle lieben Höhlenwanderungen. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo, Peppa. Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Pedro ist auf dem Wagen. Hallo. Hallo, Pedro. Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Captain Clef und Klausi Clef. Oh, schau, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt.
Taufer, Taufer, behält dich auf der Rad. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, meine Ballon! Es ist okay, ich hab ihn. Er fliegt mit mir davon. Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo, Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut. Dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege sie am besten von unten an. Wow, passt ja auf! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Wartet Sie. Halt. Ich schaffe es. Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Der Spielgruppenstern. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Fertig. Peppa, was hast du nur für ein wunderschönes Bild gemalt? Das bin ich mit George und Mama und Papa in unserem Haus. Aber wo seid ihr denn alle? Ich kann hier bloß ein Haus sehen. Wir sind alle innen im Haus drin. Aber natürlich, es ist wirklich ein ganz wunderschönes Bild. Dafür gebe ich dir hier jetzt einen Spielgruppenstern. Boah, dankeschön, Madame Gazelle. Zeit, nach Hause zu gehen. Die Eltern holen ihre Kinder von der Spielgruppe ab. Mama, Papa, guck mal, ich habe einen Spielgruppenstern. Das ist ja fantastisch, Peppa. Als ich noch ein kleines Schweinchen war, habe ich auch einmal einen Stern von Madame Gazelle bekommen. Vor langer Zeit, als Mama und Papa Wutz noch klein waren, war Madame Gazelle auch ihre Erzieherin. Dafür gibt's einen Spielgruppenstern. Ich war so glücklich. Hast du viele Spielgruppensterne bekommen, Mami? Oh ja. Papa, hast du denn auch viele Spielgruppensterne bekommen? Diese Zeit ist schon so lange vorbei. Ich erinnere mich kaum dran. Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du hast keinen bekommen. Du hast niemals einen Spielgruppenstern bekommen, Papa? Nein. Ich hatte nie einen Spielgruppenstern. Noch nicht mal einen ganz winzig kleinen. Nein. Nun denn, wie Papa Wutz schon sagte, ist das alles schon sehr lange her, Peppa. Und es ist auch ganz sicher nicht so wichtig. Was meinst du damit, Mami? Sie sind super wichtig. Habe ich recht, Papa? Ja, Peppa. Bist du traurig, dass du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Nun... Ich habe in meinem Leben halt andere Dinge gemacht, auf die ich stolz sein kann. Und wenn du ein schönes Bild malst und es Madame Gazelle zeigst, kannst du vielleicht jetzt noch einen Stern dafür bekommen. Spielgruppensterne sind für Kinder, Peppa, und nicht für Erwachsene. Bitte, das Dach ist schon repariert. Dankeschön, Herr Bulle. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Hier, ein Spielgruppenstern. Oh, vielen herzlichen Dank. Guck, Papa, Herr Bulle bekommt einen Stern, dabei ist er ein Erwachsener.
Es ist Abend. Peppa und Schorsch gehen jetzt schlafen. Bist du noch traurig, weil du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Weißt du was, Peppa? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, ich sollte auch einen Stern haben. Warum? Weil ich immer schon gerne Sachen gebaut habe und ich habe ständig gezeichnet. Was war denn deine beste Zeichnung, Papa? Willst du sie gerne sehen? Ich glaube, sie muss hier noch irgendwo sein. Bestimmt ist sie oben auf dem Speicher. Ah, hier ist mein alter Schulranzen. Und hier ist meine Zeichnung. Wow, es ist ein Drache. Er ist wirklich gut, Papa. Ja, ich war ganz zufrieden damit. Du hast aber keinen Stern bekommen. Nein. Das ist traurig. Am nächsten Tag gehen Peppa und Schorsch in die Spielgruppe. Guck mal das hier, Luzi. Das ist so gemein, Peppa. Du bist so gut in Zeichnen. Das ist doch gar nicht meine Zeichnung. Die ist von meinem Papa. Oh, für einen Erwachsenen ist sie mittel. Er hat sie vor langer Zeit gezeichnet, als er noch klein war. Ah. Peppa, hast du wieder ein schönes neues Bild gemalt? Nein, Madame Gazelle, das ist die Zeichnung von meinem Papa. Ach ja, ich erinnere mich, dein Vater hat gern und oft gezeichnet. Aber sie haben ihm nie einen Spielgruppenstern gegeben. Hierfür muss ich ihm einen gegeben haben. Haben sie aber nicht. Papa Wutz, hierfür verdienen sie einen Spielgruppenstern. Hoho, ich war noch nie so stolz im Leben. Papa Wutz ist der Spielgruppenstar. Wow, Papa Wutz! Das Haus von Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie besuchen Madame Gazelle. Hallo, Madame Gazelle. Hallo, alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh. Wow. Wow. Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja, dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp! Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. In diesem Fall muss ich mir das anschauen. Bevor Herr Bulle den Baum fällen darf, muss er sicher gehen, dass kein Tier darin lebt. Aha! Herr Bulle hat ein Vogelnest gefunden. Nicht zu glauben. Dann nisten kleine Vögelchen in Ihrem Baum, Madame Gazelle. Darf ich die Vögelchen auch mal sehen? Okay, Peppa, dann müssen wir aber nach oben gehen. Oh, sind die aber niedlich. Ich glaube, weiter oben gibt's noch mehr zu sehen. Schaut euch das an. Sumsebienchen. Ich schau mal, wer da noch ist.
Aha, schaut euch das an. Es ist eine Eule. Oh, ich glaube, ich sehe da noch etwas. Es geht weiter aufwärts. Aha, Sie haben Fledermäuse, Madame Gazelle. Ah, die habe ich sehr gern, denn sie erinnern mich so an meine alte Heimat. Und was haben wir hier? Mein Weihnachtsschmuck. Mit einer Fee. Die kleine Fee. Mit der habe ich vor all den Jahren die Baumspitze geschmückt. Das ist vielleicht ein herrlicher Baum und er ist für so viele kleine Tiere ein Zuhause. Ja, dieser Baum darf auf keinen Fall gefällt werden. Hurra! Moment, wenn der Baum bleibt, was wird denn aus meinem Haus? Naja, eines Tages wird das Haus umfallen. Aber ich brauche ein Haus zum drin wohnen. Oh! Ha, ich habe eine Idee. Wir setzen Ihr Haus einfach in den Baum. Herr Bulle, den Kran, bitte. Bin sofort da! Es ist ein Baumhaus! Ja, es ist einfach ganz wunderbar. Ich wollte nämlich schon immer gern in einem Baumhaus wohnen. Dankeschön, alle zusammen. Hurra! Madame Gazelle liebt Baumhäuser. Alle lieben Baumhäuser. Opas Spielzeugflieger. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Schaut mal, hier ist etwas, das ich euch zeigen wollte. Oh. Mit dieser Puppe habe ich gespielt, als ich klein war. Das ist aber eine schöne Puppe. Darf ich sie mal halten? Ja, aber denk daran, dass Dolly sehr alt und zerbrechlich ist. Du musst also schön vorsichtig sein. Ehrenwort, Oma. So, jetzt genug damit. Wollt ihr zwei zur Abwechslung was richtig Tolles sehen? Ja, gerne. Dazu müssen wir aber in meinen Schuppen gehen. Opa Wutz bastelt immer irgendetwas in seinem Schuppen. Ich schätze, es macht ihn glücklich. Schaut mal her. Oh. Ich nenne es Modell 1. Es ist mein erster selbstgebauter Spielzeugflieger. Pipafieder. Schorsch liebt Spielzeugflieger. Kann es auch fliegen, Opa? Natürlich. Passt mal auf. Die Landung ist der schwierigste Teil. Das ist der beste kleine Flieger aller Zeiten, Opa. Er könnte noch besser sein, wäre er nur größer. Darum habe ich diesen gebaut. Modell 2. Boah! Immer schön langsam. Ja, wie ich schon sagte, landen ist das Schwierigste. Sehr schön, Opa. Das wäre ja dann ein für alle Mal erledigt. Und da du ja jetzt einen großen Flieger gebaut hast, besteht keine Notwendigkeit, noch einen zu bauen, richtig? Nein, Oma Wutz. Weißt du was? Ich hätte so gern ein Glas Orangensaft. Gute Idee, Opa Wutz. Will sonst noch jemand Saft haben? Ich gerne. Dann gehe ich mal hinein und hole uns etwas zu trinken. Dann bis später. Peppa, und vergiss nicht, auf Dolly aufzupassen. Ja, mach ich, Oma. Tschüss, Oma. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, woran ich gearbeitet habe. Das ist Modell 3. Boah. Ja, es ist größer und besser. Es hat sogar einen eingebauten Pilotensitz. Da könnten wir doch Schorsch reinsetzen. Nein, das erscheint mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Oh. Vielleicht könnte Dolly ja die Pilotin sein. Aber Oma hat gesagt, ich soll auf Dolly aufpassen. Dolly wird das nicht ausmachen. Okay. Yippie! Jetzt noch ein bisschen mehr Tempo. Boah! Der Spielzeugflieger macht einen Looping. Dolly! Oh je, Dolly ist aus dem Flieger gefallen. Kein Grund zur Panik. Hurra! Probieren wir ein noch riskanteres Kunststückchen. Pass auf, da kommt das Haus, Opa. Kein Problem, die Tür steht offen. So, wo ist denn nun der Saft? Was war denn das?
Seht ihr? Ich weiß schon, was ich tue. Schlauer Opa! So, jetzt müssen wir den Flieger nur noch lang. Immer schön langsam. Ah, Dolly! Ich hab dich! Hurra! Hier kommt unser Saft. Ah, Oma Wutz. Perfekt abgepasst. Was ist das? Es ist ein Spielzeugflieger. Ein großer Spielzeugflieger. Ja, das ist mir schon klar. Opa hat damit ein paar tolle Kunststücke gemacht. Und Dolly, hast du denn schön mit Peppa und Schorsch gespielt? Dolly ist in Opas Flugzeug ja, geflogen. Ja, wir hatten eine sehr schöne Zeit miteinander. Ja, Opa. Peppa und Schorsch lieben Spielzeugflieger. Alle lieben Spielzeugflieger. Luzi zieht weg. Peppa und Luzi Locke haben sich zum Spielen verabredet. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Komm, wir gehen nach oben. Ich bin die Prinzessin und das hier ist meine Plastikkrone. Ich bin die Krankenschwester. Lass mich mal gucken, ob du gesund bist. Sag ah. Ich habe ein Geheimnis. Was denn für ein Geheimnis? Meine Mama hat eine neue Arbeit. Deshalb ziehen wir in ein neues Haus. Boah. Mama, Mama! Luzi bekommt bald ein neues Zimmer in einem neuen Haus. Ja, Frau Locke wollte mir gerade alles darüber erzählen. Die neue Arbeit ist so viel interessanter als meine jetzige Arbeit. Und ich lerne eine neue Sprache und mache ganz viele sehr interessante Dinge. Wie wunderbar das klingt. Ich kann's kaum erwarten, in Luzis neuem Zimmer zu spielen. Oh, Peppa, Luzi zieht ans andere Ende der Welt. Du wirst nicht jeden Tag mit ihr spielen können. Aber ich sehe dich jeden Tag in der Spielgruppe, oder, Luzi? Ja, in die Spielgruppe gehe ich noch. Stimmt doch, Mama. Du kommst in eine neue Spielgruppe. Oh, sehe ich dich denn noch mal wieder? Oh, ganz bestimmt siehst du Luzi bald wieder, Peppa. Ja. Oh, es ist spät. Wir müssen los. Aber Mama, wir wollen noch zusammen spielen. Ihr könnt morgen ein bisschen spielen. Jetzt müssen wir erst mal packen. Oh, Wiedersehen, Peppa. Ja, bis morgen, Luzi. Alles in Ordnung, Peppa? Ich bin traurig. Das ist sicher ein Schock für dich, dass Luzi wegzieht, oder? Ja. Warum malst du nicht eine schöne Abschiedskarte für Luzi? Gute Idee. Ich male mich und Luzi und Blumen. Das ist sehr schön geworden, Peppa. Möchtest du Luzi vielleicht mal anrufen? Ja, gerne, Mama. Hallo? Hallo, Luzi. Ich bin sehr traurig. Ich auch. Du kommst doch morgen noch mal zum Spielen, oder? Na klar. Okay, tschüss und bis morgen. Am nächsten Morgen besucht Luzi Peppa. Wer zuerst am Hügel ist? Ich werde dich ganz doll vermissen, Luzi. Ich dich auch, Peppa. Mir wird sogar fehlen, dass du mich herumkommandierst. Wie meinst du das? Du kommandierst mich herum. Nein, tu ich nicht. Tust du wohl. Wir kommandieren beide ein bisschen herum. Ich bin so glücklich, dass ich für meine neue Arbeit ins Ausland ziehe. Ich dachte schon, ich würde hier für immer feststecken. Ja, das sagten sie. Können wir jetzt gehen, Luzi? Stopp, warte! Ich habe dir eine Abschiedskarte gemalt. Dankeschön, Peppa. Und die kannst du auch haben. Es ist meine allerliebste Plastikkrone und du bist meine beste Freundin und du sollst mich niemals vergessen und sie für immer behalten. Ich werde dich niemals vergessen, Peppa. Geh nicht weg, Luzi. Hallo? Oh, ich verstehe. Gut. Tja, ich habe den neuen Job wohl leider doch nicht bekommen. Dann ziehen Sie also nicht weg? Nein.
Bleiben wir also für immer hier? Ja. Hurra! Ich bin froh, dass du hier bleibst, Luzi. Ich auch. Du kannst mir meine Krone zurückgeben. Du hast gesagt, ich soll sie für immer behalten. Ja, schon, aber du ziehst ja nicht mehr weg. Oh. Du kannst sie tragen, wenn du mich besuchen kommst. Und was ist mit der Karte? Die kannst du behalten. Dankeschön, Peppa. Peppa und Luzi sind allerbeste Freundinnen. Der Wochenmarkt. Heute ist Wochenmarkt. Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln. Äpfel frisch vom Baum. Käse, Stinkekäse. Fisch, ganz frischer Fisch. An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware. Äpfel, Käse, Fisch. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Violinen, Eiercreme, Raketenantriebe. Peppa will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Frische Äpfel. Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen. Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel. Dann probier mal. Sehr lecker. Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte. Dankeschön. Käse. Yum, yum. Schorsch liebt Käse. Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei. Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz. Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen. Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse. Exquisit, nicht wahr? Yum, yum. Schorsch liebt Stinkekäse. Den möchten wir gerne kaufen. Natürlich. Dankeschön. Fisch, ganz frischer Fisch. Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay, ich habe hier Forellen, Schellfisch, Makrelen und Tintenfisch. Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus. Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein. Dann können Sie einen leckeren Fischeintopf machen. Fischeintopf, köstlich. Da bitteschön. Haben Sie vielen Dank. Fisch, Äpfel, Käse. Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs. Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen. Ich verkaufe einfach alles. Was möchten Sie? Gar nichts, danke schön. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Äpfel, Käse und Fisch. Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Das habe ich doch auch alles. Sie verkaufen Äpfel? Und wie? Schauen Sie sich mal diese Äpfel an. Die bestehen ganz aus Holz. Äpfel aus Holz? Pfiffig, oder? Meine Äpfel halte ewig. Was haben Sie denn noch gekauft? Käse. Käse? Ich habe hier alle Käsesorten der Welt. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die halten garantiert ihr ganzes Leben lang. Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal, er singt. Funkel, kleiner Stern. Und er braucht nur 24 Batterien. Boah. Der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte. Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Peppa, aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh. Es regnet. Ah, jetzt werden wir ja ganz nass. Kein Problem. Da habe ich genau das Richtige. Regenschirme. Die nehmen wir. Ja, vier Regenschirme bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt, beim Kauf von vier Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, supi! Peppa liebt Wochenmärkte.
Alle lieben Wochenmärkte. Die Ritterburg. Heute machen Peppa und Schorsch einen Ausflug zu einer Ritterburg. Was machen wir denn in der Ritterburg, Mama? Schauen wir doch mal, was im Reiseführer steht. Ist die Ritterburg spannend oder ist sie langweilig? Sie ist spannend. Gibt es da auch Ritter mit Rüstungen? Schorsch liebt Ritter mit Rüstungen. Jetzt wart mal ab, Schorsch. Vielleicht sehen wir sogar einen Drachen. Na, aber keinen echten Drachen. Ja, Papa. Drachen gibt es nur in Büchern. Aber nicht in Wirklichkeit. Peppa und ihre Familie sind an der Ritterburg angekommen. Willkommen zur Burgführung. Auto abstellen auf eigene Gefahr. Was soll das bedeuten, Papa? Ach, nichts, Peppa. Das ist immer so auf Parkplätzen. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier, an der Kanone. Oh! Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, Schorsch. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofnarr Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Boah. Frau Mümmel hat einen riesigen Roboterdrachen. Wollt ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Oh, aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Gerald Giraffe ist schon groß. Mama Wutz misst, wie groß Peppa schon ist. Ja, Peppa, so groß bist du. Also bin ich größer als früher. Ja, du bist auch gewachsen, Peppa. Und jetzt ist Schorsch dran. Siehst du, Schorsch? So groß bist du. Ich bin größer als Schorsch. Oh.
Keine Sorge, Schorsch. Wenn du älter wirst, wirst du auch größer. Ja, aber ich werde immer größer sein als du, Schorsch. Weil ich nämlich auch immer älter sein werde. Es ist Zeit für die Spielgruppe. Kinder, wir haben ab heute einen neuen Freund in der Spielgruppe. Sagt Hallo zu Gerald. Hallo, Gerald. Hallo. Wow, du bist ja echt groß. Dann bist du bestimmt auch schon alt. Nein, Gerald ist genauso alt wie du. Wie kann er denn dann so groß sein? Ich bin groß, weil ich eine Giraffe bin. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, während Peppa bis zehn zählt, müssen sich die anderen verstecken. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig. Fang auf, Klausi. Fang auf, Pedro. Fang, Peppa. Oh! Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein! Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. Ha, ha, ha. Hurra! Gerald Giraffe hat den Ball gerettet. Oh, ich sehe da noch etwas anderes. Da oben im Baum zappelt etwas. Ist es eine Katze? Nein, ich bin hier. Es ist Knirpsi, die Schildkröte. Knirpsi! Knirpsi? Da kommt Dr. Hamster, die Tierärztin. Ach, du unartige Schildkröte! Bei wem kann ich mich für Knirpsis Rettung bedanken? Gerald! Dankeschön, Gerald. Meine Güte, bist du ein langer Lulatsch. Ich bin eine Giraffe. Oh. Sie sind aber größer als Gerald, Dr. Hamster. Ja, weil ich ja auch ein Hamster bin. Sind denn alle Hamster größer als Giraffen? Ich werde mal größer als Dr. Hamster, wenn ich älter bin. Ja. Ausgewachsene Giraffen sind normalerweise größer als ausgewachsene Hamster. Hallo. Hallo. Mama und Papa Giraffe kommen, um Gerald von der Spielgruppe abzuholen. Wow, ihr Kopf berührt ja die Wolken. Ja, wir sind ja auch Giraffen. Und meine Mama und mein Papa sind sehr, sehr alt. So tun als ob. Luzi Locke kommt, um mit Peppa zu spielen. Hallo, Peppa. Sollen wir ein Fahrrad drin machen? Okay. Achtung, fertig. Los! Oh nein. Was ist denn los, Peppa? Mein Reifen ist ganz platt. Da ist nur ein Loch drin. Ich bin zufällig ein Experte im Löcherflicken. Zuerst müssen wir das Rad abmontieren. Als nächstes ziehen wir den Reifen von der Felge. Wann kommst du denn, Peppa? Dann brauchen wir einen Eimer mit Wasser. Geht das nicht etwas schneller, Papa? Es dauert nicht lange, Peppa. In der Zwischenzeit kannst du ja so tun, als ob du Fahrrad fährst. Als ob? Ja, mit deinem eigenen Als-ob-Fahrrad. Okay, ich habe mir ein sehr schönes Fahrrad ausgedacht. Ich fahre mit meinem Fahrrad rum
La 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 la. Warum läufst du denn so komisch? Ich laufe doch gar nicht, Luzi. Wo ist dein Fahrrad? Na hier, das ist mein Als-ob-Fahrrad. Es hat glitzernde Räder und ist so schön wie ein Regenbogen. Oh, ich hätte gern auch so ein Als-ob-Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay, mein Als-ob-Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren Als-ob-Ball. Fang, Klausi. Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es schüttet, klatscht und klatscht, der Regen fällt, didelididelidi. Der als ob Regen hat als ob Pfützen gemacht. Hurra! Plitsch, platsch, platsch. Dein Fahrrad ist fertig. Jetzt brauche ich es gar nicht mehr, Papa. Oh? Ich tue gerade so, als ob ich in Matschepfützen herumspringe. Oh, ja. Große Pfützen, gut sehen die aus. Ich glaube, da hüpfe ich auch ein bisschen drin rum. Achtung, fertig. Stopp! Wieso? Was ist denn, Peppa? Wenn du in Matschepfützen herumspringen willst, musst du Gummistiefel anziehen. Aber guck doch mal, meine besten Als-ob-Stiefel. Also dann darfst du auch herumhüpfen. Achtung, fertig, hopp! Papa Wutz liebt es, in Als-ob-Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Als-ob-Matschepfützen herumzuspringen. Der Osterhase. Peppa und ihre Freunde sind bei Luisa Löffel eingeladen, um Ostereier zu suchen. Hallo, Luisa. Hallo, ihr alle. Freut ihr euch schon auf das Eiersuchen? Ja! Achtung, fertig, los! Wartet! Stopp, stopp! Warum? Ihr müsst warten. Der Osterhase hat die Eier noch gar nicht versteckt. Oh. Wann kommt der Osterhase denn hierher? Sehr bald schon. Gut, wir warten. Der Osterhase ist sehr scheu. Er wird nicht kommen, wenn ihr zuguckt. Okay, wir machen die Augen zu. Nicht winken. Ich höre schon etwas. Das ist der Osterhase. Nein, ist es nicht. Es ist nur mein Papa. Da kommt Herr Löffel. Hallo zusammen. Was macht ihr Lieben denn alle hier? Wir sind zum Ostereiersuchen gekommen. Oh. Ich hoffe sehr, der Osterhase kommt jetzt auch bald. Oh ja, ich auch. Ich schaue gerade mal nach meinem Karottenbeet. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Du
Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein, seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Peppa findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Wartet, was ist das da drüben? Das ist der Osterhase. Psst. Wir schleichen uns ganz leise an. Ja. Dann wissen wir endlich, wie der Osterhase wirklich aussieht. Das ist nicht der Osterhase. Das ist Luisa Löffel. Oh. Wir dachten, du bist der Osterhase. Nein, ich bin ich und ich habe ein Ei gefunden. Wir haben alle ein Ei gefunden. Ich bin ein kleines Häschen, was ich gern mag. Spielen und hüpfen den ganzen Tag. Ich hab ein Buschelschwänzchen und hopfe Beine zwei. Ich esse gern Karotten und ein Schoko-Ei. Ich bin ein kleines Häschen. Das Buch von Mama Wutz. Mama Wutz arbeitet am Computer. Können wir das lustige Hühnchen auf dem Computer spielen? Im Moment nicht, Peppa. Ich muss dringend mit dem Buch fertig werden, an dem ich gerade schreibe. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, Schorsch. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama? Kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder,
Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von Schorsch. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh. Können Sie sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern? Ja. Dann erzählen Sie uns den Rest. Gute Idee. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper-Zwiebel. Er wollte am liebsten alle anderen zum Lachen bringen, aber stattdessen brachte er sie zum Weinen, weil er eine Zwiebel war. Was für ein wunderschönes, trauriges Ende. Oh nein, Madame Gazelle, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Oh, ich verstehe. Fahren Sie fort. Kaspar Zwiebel sagte, ich ziehe in die Welt hinaus und lerne, wie man lustig ist. Er traf eine Tomate und die Tomate sagte, setz einen lustigen Hut auf. Aber die Leute weinten immer noch. Er traf eine Banane, die sagte, zieh ein paar lustige Schuhe an. Aber die Leute weinten immer noch. Kaspar Zwiebel wollte schon aufgeben, da flüsterte ihm eine Ananas ins Ohr. Was könnte die Ananas wohl gesagt haben? Setz eine lustige rote Nase auf. Trag eine lila Perücke. Das ist gut. Aber in Wirklichkeit sagte die Ananas, mach doch was Lustiges, Kaspar Zwiebel. Kaspar Zwiebel machte was Lustiges und alle lachten. Sie lachten und lachten und lachten. Das war's. Ganz herrlich. Ich glaube, das hat uns doch allen gefallen. Die Eltern sind gekommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich war gerade im Buchladen, Mama Wutz. Da stehen überall ihre Bücher. Was genau meinen Sie mit 4, 5, 3, 9, 6, 7? Also, ehrlich gesagt... Das Ende muss man wohl entschlüsseln. Ja, ja, sehr modern. Sehr gut gemacht, Mama Wutz. Dankeschön. Die Eltern lieben das Buch von Mama Wutz. Die Kinder lieben das Buch von Mama Wutz. Alle lieben das Buch von Mama Wutz. Das Segelboot. Peppa und Schorsch dürfen mit Opa Wutz segeln gehen. Ahoi und guten Tag, Opa Wutz. Das sind Herr Hengst und Frau Corgi. Sie sind Mitglieder im Segelclub. Hallo, wir wollen nur mal eben kurz segeln gehen. Da sind Sie wohl noch etwas früh dran. Richtig, Sie können jetzt noch nicht segeln gehen. Ja, vielen Dank für diesen Rat. Wir sehen uns dann später. Opa, deine Freunde haben aber gesagt, wir können noch nicht segeln gehen. Ach, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Oh, so ein Mist. Opa Wutz' Boot steckt im Schlick fest. Da ist ja gar kein Wasser, Opa. Ja, anscheinend ist Ebbe. Können wir jetzt doch nicht segeln gehen? Doch, natürlich. Das Wasser wird sehr bald zurückkommen. Und dann hebt es das Boot aus dem Schlick. Das Wasser kommt wirklich zurück? Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz' Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurück zu segeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh.
Wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hallo? Hallo, Oma Wutz? Wir drei haben uns entschieden, auf dem Boot zu übernachten. Du meinst, die Ebbe hat dich überrascht? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe nur... Wir stecken im Schlick fest, Oma. Wusste ich's doch. Es ist ein Abenteuer, Oma Wutz. Wir sehen uns morgen früh, ja? Wo sollen wir denn schlafen, Opa? Hier. Das Boot hat zwei schöne kleine Schlafkojen. Oh. Und ich schlaf heute Nacht mal an Deck. Unter den Sternen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch schlafen in den Kojen. Opa Wutz schläft an Deck. Die Sterne funkeln am Himmel über ihm. Es ist Morgen. Wir schaukeln wieder auf und ab. Seht ihr, Kinder? Das Wasser ist wieder da. Hurra! Opa Wutz Boot schwimmt wieder. Volle Fahrt nach Haus. Ei, ei, Captain Opa. Wir schaukeln auf und ab. Oma Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Oma Wutz! Oma Luz! Hallo, meine kleinen Schweinchen. War's schön auf dem Boot? Ja, wir haben im Schlick festgesteckt und am Bord übernachtet. Peppa liebt Segeln. Alle lieben Segeln. Die Polizeiwache. Peppa und ihre Familie fahren nach Hause. Das war ein toller Ausflug. Was ich mir jetzt wünsche, ist nach Hause kommen, Füße hochlegen und eine schöne Tasse. Schorsch hat Herrn Dinosaurier verloren. Schon wieder. Oh je. Schorsch kann Herrn Dinosaurier überall verloren haben. Wir waren heute an so vielen Orten. Wir waren in Geschäften, auf dem Spielplatz, dann im Park. Schorsch erinnert sich nicht, wo er den Dinosaurier verloren hat. Also dann, Herr Dinosaurier ist für immer verloren. Keine Sorge, Schorsch. Irgendwer hat Herrn Dinosaurier bestimmt gefunden. Ja, und wenn jemand einen verlorenen Gegenstand findet, dann bringt er ihn zur Polizeiwache. Genau da kann Herr Dinosaurier schon auf dich warten. Das ist die Polizeiwache. Und das sind Wachtmeisterin Eichhorn und Wachtmeister Panda. Sie machen wichtige Polizeiarbeit. Sehr köstlich, dieser Zuckerkringel. Ja, sie schmecken wirklich am allerbesten. Die Polizisten lieben Zuckerkringel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei Hallo. Und wie können wir euch heute helfen? Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie da hingekommen ist, werden wir nie erfahren.
Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja, da wären wir. Ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Oh. Wer hat diese Laterne dahingestellt? Ja, das ist kein sicherer Platz für eine Laterne. Gefährlicher Laternenpfahl im Fußgängerbereich. Aha, das ist also Ihr Auto, habe ich recht? Ja. In dem Auto saßen Sie bei dem Ausflug, als Schorsch seinen Dinosaurier verlor? Ja, warum? Nichts für ungut, aber haben Sie schon im Auto nach Schorschs Dinosaurier gesucht? Also, nein, wir vermuten... Bitte treten Sie einige Schritte zurück. Hier ist nichts. Alles unauffällig. Dürften wir den Kofferraum öffnen? Ja, natürlich. Hallo, hallo, hallo. Was habe ich denn hier entdeckt? Sausia. Oh, ja. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Wir sind Ihnen so dankbar. Wir tun bloß unsere Arbeit. Schorsch liebt Herrn Dinosaurier. Und Herr Dinosaurier liebt Schorsch. Doktoren. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Hörst du das Geräusch? Es kommt von oben aus dem Baum. Es ist die Schildkröte Knirpsi. Freche Knirpsi, komm sofort runter. Ich kann den Baum schütteln, um Knirpsi runterzuholen. Tut ihr das nicht weh, Pedro? Keine Sorge, ich bin Super Pedro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knirpsi ist auf Pedros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Pedros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktoren. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Können die Herren Doktoren dieser Schildkröte in Not helfen? Nein, ich fürchte, wir können leider keine Tiere behandeln. Oh. Sie brauchen einen Tierarzt. Ein Tierarzt ist ein Doktor für Tiere. Hallo, Dr. Hamster am Apparat. Schildkröte forscht herum, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Also, wo ist die Patientin? Hier, sie ist vom Baum gefallen. Knirpsi, du freche Kröte. Was habe ich dir übers Bäume hochklettern gesagt? Kann sie wieder gesund werden? Ja, drehen wir sie einfach mal um. Hier, so gut wie neu. Hurra! Eine interessante Methode, die Sie da anwenden. Meine übliche Kontrolluntersuchung.
Hier kommt Dr. Elefant, der Zahnarzt. Hallo zusammen. Es ist wohl ein Notruf eingegangen. Sind alle Zähne in Ordnung? Ja, danke schön. Ein Zahnarzt ist ein Doktor, der sich um die Zähne kümmert. Dann fahre ich mal weiter. Oje, das Auto von Dr. Elefant springt nicht an. Weiß irgendjemand von den anwesenden Doktoren, wie man ein Auto repariert? Nein. Ich weiß, wen wir anrufen. Hallo, Opa Clefs Autowerkstatt. Ärger mit dem Auto? Ich bin sofort bei Ihnen. Hallo. Hallo. Motor bitte starten. Probier's nochmal. Hier, so gut wie neu. Hurra! Opa Clef ist ein Autodoktor. Es gibt Doktoren für alles, sogar für Autos.